Audio-Post. Geklickt. Gehört. Lange Zeit waren die Kettenbriefe von meiner Mutter das Problematischste auf WhatsApp. Aber jetzt kommt eine neue Gefahr hinzu. Hacker können mit ausgefuchsten Tricks nämlich Zugang zu all unseren Chatverläufen und privaten Daten erhalten. Wie genau diese neue Masche funktioniert und wie wir uns davor schützen können, das weiß unser Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Andreas Wiesler weiß, wie unsere WhatsApp-Accounts gehackt werden können. Oft geschieht dies infolge schwacher Kennwörter. Zu den beliebtesten gehört immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im Internet gibt es dann zahlreiche Listen von diesen beliebten Kennwörtern. Und oft verwenden Personen auch das gleiche Kennwort für verschiedene Dienste. Wird dann so ein Dienst gehackt, landen solche Kennwörter auch im Internet. Und die Hacker probieren dann einfach diese durch, bis eines passt. Die Frage ist, was wollen die mit diesem Verifizierungscode überhaupt? Ja, wir alle kennen das vom Online-Banking. Nach der Eingabe vom Benutzernamen und Kennwort wird dieses per SMS oder einem anderen Weg geschickt. Und per WhatsApp versuchen jetzt genau diese Hacker solche Meldungen zu verschicken und hoffen, dass jemand darauf reagiert. Geschieht das, helfen sie dann dem vermeintlichen Opfer und versuchen so an das Online-Banking ranzukommen. Angeblich soll diese Zwei-Faktor-Authentifizierung alles sicherer machen. Doch was ist das genau? Auch hierauf hat Andreas Wiesler die Antwort. Ja, das Kennwort alleine genügt heute nicht mehr. Entweder wird es zu einfach gewählt oder es wird gestohlen durch irgendeinen Hackerangriff auf eine beliebte Seite. Darum ist der zweite Faktor eine ideale Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen. Entweder bekomme ich den per SMS oder ich habe eine eigene App auf dem Handy, ich muss irgendein Bild abscannen oder einen Code übertragen und das erhöht natürlich massiv die Sicherheit. Der Hacker, dem genügt alleine nicht mehr das Kennwort, sondern muss dann irgendwie noch an dieses Handy rankommen. Unser Experte kennt auch das Allheilmittel gegen Hackerangriffe oder solche Phishing-Nachrichten. Ja, gegen Hackerangriffe auf das Kennwort auf jeden Fall. Aber ich darf dann natürlich diesen zweiten Faktor niemals weitergeben. Die Plage Phishing, die bleibt uns noch lange erhalten. Und er verrät uns, welche Schutzmaßnahmen wir auf jeden Fall für unser Smartphone ergreifen sollten. Da es für die Hacker extrem schwierig ist, an diesen zweiten Faktor zu gelangen, versuchen sie, einen Schädling auf meinem Handy zu installieren. Sie schicken mir eine SMS oder eine E-Mail und wenn ich draufklicke, installiert sich dann diese Software. Darum gilt, laden Sie bitte Software immer nur aus verlässlichen Stores auf Ihr Gerät. Niemals per Link in einem E-Mail oder SMS. Audio Post. Geklickt. Gehört's.